geile Remakes, tolle Stories und jede Menge Action. 2020 ist einiges anders gelaufen als erwartet, es gab Verschiebungen und Enttäuschungen, aber vor allem Rollenspiele-Fans dürften mit einigen heiß erwarteten Titeln und tollen Überraschungen voll auf ihre Kosten gekommen sein. In diesem Video wollen wir euch deshalb die 10 besten Rollenspiele vorstellen, die 2020 erschienen sind. Viel Spaß! Wir wollen mit zwei Spielen beginnen, die eigentlich noch gar nicht richtig draußen sind, sondern in diesem Jahr erstmal im Early Access gestartet sind. Aber beide haben sich jetzt in dieser Entwicklungsphase bereits als so gute Rollenspiele herauskristallisiert, dass wir sie in dieser Liste nicht übergehen können. Das erste ist natürlich Baldur's Gate 3. Dieser Titel blickt auf ein großes Erbe zurück, denn der erste Teil von 1998 hat das damals siechende Genre revolutioniert, vielleicht sogar gerettet, und der zweite gilt bis heute als eins der besten Rollenspiele aller Zeiten. Die Welt und das System von Baldur's Gate 3 basieren auf dem Pen-and-Paper-Rollenspielsystem Dungeons & Dragons. Tatsächlich war das schon immer so, aber noch nie hat man es so deutlich gespürt. Denn nicht nur kehren wir in die bekannte Welt der vergessenen Reiche zurück mit den bekannten spielbaren Spezies und Klassen, dieses Mal sind auch die Kämpfe noch viel deutlicher an der Pen-and-Paper-Vorlage orientiert. Und in diesem Fall an der neuesten, 5. Edition. Im Gegensatz zu den Vorgängern kämpfen wir dieses Mal in Runden. Wohl auch, weil Entwickler Larian damit einfach mehr Erfahrung hat, so war es ja auch schon in Divinity Original Sin. Ein für manche interessantes, für andere etwas gewöhnungsbedürftiges Feature. Aber wie gesagt, Baldur's Gate 3 befindet sich derzeit noch im Early Access und ist weit weg davon, fertig zu sein. Es sind noch nicht alle Spezies und Klassen spielbar und auch von der Story können wir nur den ersten, durchaus vielversprechenden Akt erleben. Mount & Blade 2 Bannerlord ist ebenfalls erst im Early Access, wobei es bei diesem Spiel eher endlich ist. Denn die Fans warten bereits seit Jahren auf den zweiten Teil, dessen Release bereits mehrfach verschoben wurde. Doch das Warten scheint sich gelohnt zu haben, denn bereits jetzt punktet Mount & Blade 2 mit riesiger spielerischer Freiheit. Wir werden in einer fiktiven Version des europäischen Mittelalters mitten in einen gewaltigen Sandkasten gesetzt. Hier können wir Schlachten schlagen, Lehen gewinnen und politische Intrigen spinnen, wahlweise auf eigene Faust oder im Dienste eines der unterschiedlichen Reiche Calradias. Die Schlachten und Belagerungen stechen hier durch das besonders atmosphärische Spielerlebnis hervor und das Kampfsystem verlangt strategisches Denken. Denn wir spielen nicht einfach nur einen Charakter, sondern kommandieren in der Schlacht auch noch unsere Gefolgsleute. Schon in den letzten Monaten haben wir in der Entwicklung einige Fortschritte gesehen, unter anderem was die Stabilität angeht. Auch die Story, die zeitlich vor dem Vorgänger Warbands angesiedelt ist, bietet vielversprechende Ansätze, wobei sich derzeit noch nicht recht erkennen lässt, wo es hingeht. Weiter geht's mit ein paar JRPGs. Xenoblade Chronicles hat vor fast 10 Jahren auf der Wii neue Maßstäbe gesetzt und auch heute auf der Switch sind das herausragende Welt- und Leveldesign des Spiels noch genauso bestechend. Das Spiel, das bereits 2015 für die Nintendo 3DS neu aufgelegt und uns da eher enttäuscht hat, wurde für die Switch als Ultimate Edition umfassend renoviert und die Arbeit, die in das Remake gesteckt wurde, hat sich definitiv gelohnt. Wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gegangen? Vielleicht. Aber während das Spiel durchaus mit den großen Flächen, der wunderschönen Welt und den vielen Zwischensequenzen punktet, ist es doch die fantastische Story, die uns in den Bann zieht. In über 80 Stunden erkunden wir zwei gigantische Wesen, eines mechanischen, eines natürlichen Ursprungs, die vor langer Zeit gegeneinander gekämpft und einander besiegt haben. Das packende Kampfsystem verbindet clever Action- und Taktikelemente mit dem typisch überdrehten Spezialmanövern, für die das Genre berühmt ist. Zusätzlich zur Hauptstory des Spiels, die wir bereits aus dem Original kennen, gibt es einen neuen Epilog, der nochmal etwa 12 Stunden Spielzeit obendrauf setzt. Hier erleben wir in neuen Abenteuern mit neuen Charakteren, was nach dem Finale des Hauptspiels passiert. Mit der Ultimate Edition gibt es außerdem endlich eine, wenn auch nicht deutsche, immerhin englische Sprachausgabe. It was like seeing Ryan and Sharla fighting together again. Just so. Wo die Xenoblade Chronicles Ultimate Edition bereits ein umfangreiches, aber doch recht klassisches Remake war, reizt das Remake von Final Fantasy VII die Grenzen des Begriffs schon sehr aus. Immerhin liegen aber auch 23 Jahre rasanten technischen Fortschritts in der Videospielentwicklung zwischen dem damals revolutionären JRPG und dem beeindruckenden Action-Titel von 2020. Der auffälligste Unterschied ist, neben der Grafik, die sich seit 1997 selbstverständlich deutlich verändert hat, dass im Remake überhaupt nicht das komplette Spiel enthalten ist. Hier wird nur das erste Kapitel des Originals, der Abschnitt, der in Midgard spielt und der im Original nur knapp 7 bis 8 Stunden Spielzeit umfasste, auf ein eigenständiges Spiel mit rund 30 bis 40 Stunden Spielzeit gestreckt.
Die späteren Kapitel sollen in den nächsten Jahren nach und nach geliefert werden, doch für den zweiten Teil gibt es zu diesem Zeitpunkt, rund 9 Monate nach Release von Final Fantasy VII Remake, noch keinen Hinweis auf ein Release-Datum. Schon Ende der 90er waren Grafik und Kampfsysteme revolutionär, aber es sind die mitreißenden Geschichten und die überzeugenden Charaktere, mit denen das Spiel das JRPG im Westen groß gemacht hat. Daran hat sich auch nicht viel geändert, die Figuren sind gewohnt dreidimensional, nicht nur was ihre Optik angeht, und bekommen durch die längere Spielzeit sogar noch mehr Raum für Entwicklung. Growing up. All I ever wanted was to be a hero. Mit Yakuza Like a Dragon haben es die Entwickler geschafft, einen perfekten Einstieg in die Serie für all diejenigen zu schaffen, die sich bisher nicht herangetraut haben oder bisher kein Interesse hatten. Deswegen heißt das Spiel bei uns im Westen auch Like a Dragon, um niemanden mit der Zahl 7 abzuschrecken, denn die vorherigen Teile muss man wirklich nicht gespielt haben, um mit dem Titel sehr viel Spaß zu haben. Wir lassen den alternden Prügelhelden Kirio hinter uns und erkunden stattdessen mit einem vollkommen neuen, nicht weniger sympathischen Protagonisten die liebevoll und authentisch nachgestellte Open World von Yokohama. Auch das angestaubte Kampfsystem wurde zugunsten eines frischen Ansatzes mit Rundenkämpfen mit Echtzeitelementen aufgegeben. Wer die schräge und bekloppte Story der Games liebgewonnen hat, kommt auch dieses Mal auf seine Kosten. Gleichzeitig wird die Geschichte aber tiefer gesponnen und es werden auch ernste Themen angesprochen. Der Rand der Gesellschaft wird positiv ins Zentrum gerückt und dreidimensional dargestellt. Daraus ergibt sich eine ergreifende Hauptgeschichte und über 50 spannende und spaßige Nebenmissionen. Und ein letztes JRPG müssen wir noch fix in unserer Liste erwähnen, Persona 5 Royal. Es ist nach Metacritic das international am besten bewertete Spiel des Jahres über alle Plattformen hinweg. Bereits das Original hat die Kritiker umgehauen und die Fans begeistert. Das Remake macht eigentlich alles gleich und erweitert das eh schon überwältigend umfangreiche Spiel um ein weiteres Semester, einen weiteren Palast, ein neues Partymitglied, neue Personas, Gegner, Waffen, Rüstungen, Gegenstände, Accessoires und vieles mehr. Außerdem sind jetzt alle Texte komplett auf Deutsch lokalisiert. In Persona 5 Royal bekommen wir im Grunde genommen 2 Spiele zum Preis von einem, nämlich eine witzige Alltagssimulation, in der wir tagsüber als typischer Schüler in Tokio leben, und ein fetziges Rollenspiel mit einer spannenden Story und einem komplexen Kampfsystem, während wir des Nachts als Phantom Thieves die düsteren Gedanken der schlechten Seiten unserer Mitmenschen bekämpfen. Wir kämpfen, ähnlich wie in den Pokémon-Spielen, in Runden und können sogar unsere Gegner einfangen. Das Spiel bietet über 100 dichtgepackte Stunden erstklassig inszenierter Geschichten mit vielschichtigen Charakteren und einem fetzigen Soundtrack. Das war's jetzt aber wirklich mit JRPGs für diese Liste und wir machen weiter mit Wasteland 3. Das ist definitiv einen Blick wert, wenn ihr ein neues klassisches Fallout-Rollenspiel wollt, während das Franchise sich in MMO- und Shooter-Gefilden verliert. In diesem Rollenspiel übernehmen wir die Kontrolle über eine Gruppe Überlebender der Einheit November und kämpfen uns durch ein eiskaltes, postapokalyptisches Ödland, das einmal der US-Bundesstaat Colorado war. Das Spiel punktet mit zahlreichen kleinen und größeren Nebenquests mit witzigen und teilweise verrückten Geschichten, die sehr gut in die Hauptstory integriert sind. Diese bietet einen einzigartigen Mix aus düsterer Endzeit und viel Humor mit abgefahrenen Charakteren und einer vollständigen Vertonung aller Texte, allerdings nicht auf Deutsch. Spielmechanisch ist es ein klassisches Rollenspiel, bei dem wir unsere 6 Partymitglieder aus der isometrischen Perspektive steuern. Daneben gibt es aufwendige Ego-Dialog-Szenen, die man im Spiel leider viel zu selten zu Gesicht bekommt. Das Game setzt auf Entscheidungsvielfalt und moralische Zwickmühlen. Was wir wann zu wem sagen, kann gravierende Konsequenzen haben. Eine der größten und besten Überraschungen in diesem Jahr war Hades. Dabei handelt es sich um ein Roguelike, das zum einen natürlich Fans des Genres für sich begeistern konnte, vor allem aber eine ganze Menge Spielerinnen und Spieler umgehauen hat, die eigentlich nichts damit anfangen können, immer wieder von vorne beginnen zu müssen. Klar, wir haben die typischen Elemente eines Roguelikes. Die prozedural generierten Dungeons, die zufälligen Gegner, die Bosskämpfe, der knackige Schwierigkeitsgrad und die dauerhaften Upgrades, die wir uns hart erarbeiten müssen. Auch das Kampfsystem ist actionreich und spannend. Aber daneben hat Hades außerdem eine mitreißende Story. Wir kämpfen uns als Göttersproß Zagreus durch den Hades, das Reich unseres Vaters, Hades, um der ewigen Hölle zu entfliehen. Unsere göttliche Verwandtschaft vom Olymp steht uns dabei mit Rat und vor allem Tat, nämlich verschiedenen Segen, zur Seite. Nach und nach decken wir durch kurze Dialoge mit den Göttern, Sagengestalten und anderen NPCs die fabelhafte, vage an die griechische Mythologie angelehnte Geschichte auf.
Und damit kommen wir zu einem der am heißesten erwarteten Rollenspiele der letzten Jahre. Selbstverständlich darf Cyberpunk 2077, trotz aller Kritik und Probleme rund um die Entwicklung, den Release und das Spiel selbst, auf dieser Liste nicht fehlen. Bereits im Mai 2012 kündigte das polnische Entwicklungsstudio CD Projekt Red den Beginn der Entwicklung eines Rollenspiels an, das auf dem Pen-and-Paper-Regelwerk Cyberpunk 2020 basierte. In der Zwischenzeit erschien The Witcher 3 Wild Hunt, das heute noch als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten gilt und das aus einem Indie-Entwickler ein Weltklasse-AAA-Studio gemacht hat. Jetzt ist Cyberpunk 2077 endlich verfügbar und trotz aller Verzögerungen und einiger unschöner Bugs und Glitches ist am Ende ein herausragendes Rollenspiel entstanden. Es setzt auf emotionale Geschichten, tiefgründige Charaktere und eine atemberaubende Open World. Die Haupt- und Nebenmissionen sowie die verschiedenen Spielstile sind abwechslungsreich und an allen Ecken der lebendigen Welt warten neue, detaillierte Geschichten auf uns, die vor allem im letzten Drittel viele mögliche Enden bieten. Das, sowie die Tatsache, dass die Spielzeit der Hauptmission nur rund 30 Stunden beträgt, lädt dazu ein, die Geschichte mit einem neuen Charakter und anderen Entscheidungen nochmal neu zu entdecken. Leider gilt das alles vor allem für die PC-Version des Spiels. Auf der PlayStation 4 und Xbox One sind die technischen Schwierigkeiten, die Performance und auch die Grafik unterirdisch. Wer also auf der Konsole spielen möchte, sollte eventuell auf die Next-Gen-Version warten, die 2021 kommen. Und zum Abschluss kommen wir noch fix zu einem Spiel, das bereits ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, sich aber durch eine hervorragende Erweiterung einen Platz in dieser Liste verdient. World of Warcraft gibt es seit inzwischen 16 Jahren und in diesen Jahren gab es durchaus Höhen und Tiefen. Mit Shadowlands hat das Spiel aber definitiv einen neuen Hit gelandet. Neben der fantastisch inszenierten und erzählten Geschichte des aktuellen Add-ons lassen sich auch die Stories der älteren Erweiterungen dank des neuen Tutorial-Gebiets und der überarbeiteten Level-Erfahrung wieder in voller Gänze erleben und genießen. Die neuen Questgebiete gehören sowohl, was ihr Design als auch was die Handlung betrifft, zum Besten, was Blizzard je abgeliefert hat. Und das neue Paktsystem stellt uns seit langem mal wieder vor eine echte Entscheidung. Außerdem gibt das Legendary Crafting auch den Berufen endlich wieder mehr Bedeutung und dass wir uns auf eines oder wenige Rüstungsteile spezialisieren müssen, gibt den Figuren mehr Individualität. Auch Shadowlands macht WoW nicht zum Augenschmaus, die Grafik ist und bleibt veraltet. Aber die Neuerungen machen das Spiel sowohl für Neu- als auch Wiedereinsteiger besser zugänglich. Das waren nun also die 10 besten Rollenspiele 2020. Woran hattet ihr in diesem Jahr am meisten Spaß? Schreibt's mir in die Kommentare. Auf GameStar und GamePro gibt es noch viel mehr Infos zu den Spielen, die ich euch im Video aufgezählt habe. Ein paar Links zu verschiedenen Artikeln habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr in diese Richtung sehen wollt, solltet ihr definitiv den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr hoffentlich jedes Mal direkt Bescheid, wenn wir ein neues Video hochladen. Hier geht's weiter zum Testvideo von Cyberpunk 2077. Oder ihr klickt dieses Video an, das der Algorithmus für euch ausgewählt hat. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal.